Damit du hast im Schwanstadion und über das Regionalliga-Derby zwischen Schwanenstadt und dem FC Blau-Weiß Linz werden wir in Kürze berichten. Jetzt geht es aber zum Blau-Weiß-Linz-Treffen und damit viermal das Linzer Stadion anfüllen. Aber die Blau-Weißen, die haben noch eine schwere Saison vor sich, ebenso wie der LASK. Und beim Spiel gegen Schwanenstadt, da möchte ich von Adam Kensi jetzt wissen, ob 3 Punkte eingeplant sind. Naja, angeplant vielleicht nicht, aber wir spielen los auf 3 Punkte. Darum, dass wir können uns nicht erlauben, auf einen Punkt zu spielen, das im Endeffekt wird vielleicht dann zu wenig. Wir werden sicher heute auch riskieren, nach vorne zu spielen, unser Spiel durchgezogen und ich glaube auch, das wird aufgehen. Haben Sie eigentlich erwartet, dass die Schwanenstädter nach dem großartigen Herbstdurchgang so zurückfallen? Ich werde heute froh, wenn die hätten vielleicht 1 oder 2 Punkte hinter uns, aber das ist die so weit gefallen, das muss gewisse Gründe haben, aber dass ich kenne, ich bin mit Abstand zu Schwanenstadt, ich arbeite für Blau-Weiß und ich bin sehr froh, dass wir sind ganz vorne dabei. Bei uns heulen schon die Sirenen, das heißt, das Match geht in Kürze los und Sie kommen gleich in den Genuss des Spielberichts. Mehr als 2000 Besucher wollen sich den Regionalligaschlager Schwanenstadt gegen Blau-Weiß nicht entgehen lassen. Die Hausherren in den weißen Dressen, zu Beginn recht ambitioniert. Hier ist aber Harry Leitner schneller als Struber. Und so einen herrlichen Pass wie hier von Weichselbaumer hat Struber das ganze Match über von seinen Mannschaftskollegen nicht mehr bekommen. Hasanovic lässt den Fuß stehen, dennoch der Elfer eine etwas harte Entscheidung. Die Zeitlupe, Struber bedrängt von Leitner. Hasanovic lässt ihn auflaufen. Elfmeterschütze ist Hannes Stromberger und er verwandelt bombensicher. In der 26. Minute führt damit der Tabellenvierte gegen die Königsblauen aus Linz mit 1:0. 9 Punkte ja vor diesem Spiel der Rückstand und Schwanenstadt hat den Meistertitel geistig schon abgehakt. Minute 28, Foul an der Schwanenstädter Strafraumgrenze. Zum Freistoß tritt FCM Wohak an und die Mauer ist nicht gut gestanden. Wohak findet die Lücke und er stellt auf 1:1. Knappe 3 Minuten hat sie also nur gedauert, die Führung von Schwanenstadt. Wim Leitner hat das Nachsehen. Kurz vor der Pause dann noch diese Szene. Ein Geplänkel, das Lichtenwagner mit einem harmlosen Schubser beendet. Doch dann wäre er besser ruhig, schimpft und kassiert die gelbe Karte. Weil es aber schon seine zweite ist, fliegt er mit der Ampelkarte gelb-rot vom Platz. Und der Pausenstand im Schwanstadion lautet 1:1. Bei Flutlicht die zweiten 45 Minuten. Blau-Weiß mit einem Mann mehr macht jetzt viel Druck. Andi Königsmeier von der Mittellinie aus sucht er Markus Ubich, findet ihn auch. Der hat alle Zeit, den Ball mit der Brust zu stoppen und einzuschießen. 2:1 für Blau-Weiß-Linz in der 59. Minute. Gleich die Wiederholung. Russ kommt nicht an den Ball und Ubich mit den Strafraumqualitäten eines Goalgetters. Einige Minuten später Freistoß Ramakic, er trifft aber nur die Stange. Die Entscheidung folgt postwendend, Freistoß Blau-Weiß, 2 Mann schnell im Strafraum, Burgstaller 3:1. Schwanenstadt reklamiert abseits, wir können es nicht beweisen und nach dieser 1:3 Niederlage gegen Blau-Weiß Linz beginnt der Trainersessel von Helmut Nussbaumer schon gehörig zu wackeln. Er selbst sieht aber noch keine Veranlassung, Konsequenzen aus der katastrophalen Frühjahrsmeisterschaft zu ziehen. Momentan habe ich noch keinen Grund dazu. Ich weiß in etwa, woran es liegt und jetzt, glaube ich, könnte auch ein anderer nicht helfen. Hätte ich das Gefühl, dass jemand anderer hier sofort helfen könnte, wäre ich auch bereit zu gehen. Aber das ist nicht so und sehe momentan keine Veranlassung. Meine Meinung ist, vielleicht denken viele, vielleicht, ich habe keine Ahnung im Fußball, aber an Bisse müssen jeder, darf man einfach nicht hergehen. Das war ein größter Fehler und darum sind sie heute auch bestraft worden.